Mittwochvormittag, Terminal 1, Check-in C. Die Eintracht auf dem Weg nach Bordeaux. Nur ein Punkt fehlt den Adlerträgern noch zum Erreichen der nächsten Europa-League-Runde. Doch die Hessen wollen Gruppensieger werden. Der eine packt noch schnell die aktuellen Zeitungen ein, der andere hat noch etwas Probleme mit seinem Gepäck. Fast eine Völkerwanderung. 12.000 Fans begleiten die Eintracht an die Atlantikküste. Das größte auswärtige Fanaufgebot in der Geschichte der Europa League. Sogar der ehemalige Kickers-Präsident Dieter Müller ist an Bord. Die Region ist heiß auf Europa. Wir haben da auch eine tolle Ausgangslage und vor allen Dingen wird es, glaube ich, für den ganzen Verein und für uns als Mannschaft was Besonderes. Wenn da so viele Leute mitreisen, das ist einfach mit das Größte, was man erleben darf. Und das Spiel steht definitiv im Vordergrund und das wollen wir auch genießen. Das wollen wir auch mit dem ausleben und ausfüllen und dann auch ein tolles Spiel abliefern. Tja, das ist natürlich für jeden Fußballer ein großes Ziel, in meiner National zu spielen. Das ist ein Traum, das ist natürlich das, worauf man hinarbeitet. War auch schwer genug, das letzte Saison zu erreichen mit der Mannschaft. Und da sind wir alle froh, dass wir es geschafft haben. Und bis jetzt kann man wirklich sagen, dass wir da eine sehr gute Rolle spielen auch in Europa. Einziger Haken, Trainer Armin Fee fehlen gleich 6 Profis verletzungsbedingt. Neben Youngster Marc-Oliver Kempf war auch schon Martin Lanig für die Innenverteidigung im Gespräch. Kapitän Pirmin Schwegler darf sich derweil nach überstandenem Innenbandriss über seine erste Europareise freuen. In der Bundesliga wurde er gegen Schalke zuletzt schon kurz vor Schluss eingewechselt. Das andere muss man dann abwarten, was Sinn macht und wozu ich auch schon bereit bin. Klar, in den letzten Wochen hatte ich nicht so viel Spielpraxis. Die würde mir jetzt vielleicht gut tun, aber das muss man dann schon abwägen, was Sinn macht, was auch der Mannschaft hilft in erster Linie. Vor dem Abflug in dieser englischen Woche war Geheimtraining unter Ausschluss der Öffentlichkeit angesagt. Nur ein kurzer Auftritt für die Presse war drin. Am Sonntag geht es bereits nach Hannover. In der Bundesliga wartet die Eintracht seit mittlerweile 8 Spielen auf einen Sieg. Das 3:3 jüngst gegen Schalke soll Mut machen. Wir sind jetzt in der Bundesliga punktemäßig gesehen nicht so auf großen Gebälle, dass es jetzt eine Selbstverständlichkeit ist, dass man nach einem 0:2 gegen eine Mannschaft wie Schalke 04 so zurückkommt. Man kann dann auch dritte, vierte Tor kriegen und dann wird man abgeschossen, aber das war nicht der Fall. Und es zeigt natürlich, dass die Mannschaft auch da zurückkommen kann, dass es passt und darauf müssen wir aufbauen. Denn es geht Schlag auf Schlag weiter. Kommende Woche DFB-Pokal, in der Woche darauf dann das Europa-League-Heimspiel gegen Nikosia. Spätestens dann will die Eintracht auch in Sachen Gruppensieg alles klar machen.